Alle arbeiten gegeneinander. Jeder verfolgt ein anderes Ziel, was klingt wie eine ganz normale Gruppenarbeit während des Studiums, ist auch ein Brettspiel. Heute, bei Du bist. Der gewisse Herr Florian Forenfan, Katjana, wird Chiara in dem königlichen Spiel Rhines, The Council. Rhines, The Council ist ein mittelalterliches Storytelling-Game für 3 bis 6 Personen. Ein Spieler oder Spielerin übernimmt immer die Rolle des Königs. Die anderen spielen königliche Berater, die aber natürlich nur versuchen, dem König ihre eigenen Interessen unterzujubeln. Wie funktioniert das Ganze? Zu Beginn erhalten alle königlichen Berater ihre individuellen geheimen Ziele, auf denen es vermerkt, welche Säule sich in welche Richtung entwickeln soll. Rot steht für den negativen und weiß für den positiven Bereich. Insgesamt gibt es 4 Säulen: die Kirche, die Bevölkerung, die Armee und Reichtum. Der König hingegen hat kein geheimes Ziel. Er oder sie wird versuchen, dass es keine Extreme gibt. Die Berater erhalten zusätzlich 7 Vorschlagskarten. Auf der Rückseite jeder Vorschlagskarte ist vermerkt, welche Säule die Karte theoretisch beeinflusst. Der Punkt unter dem Icon steht für besonders starken Einfluss. Auf der Vorderseite, die zunächst nur der jeweilige Berater sehen kann, ist vermerkt, was genau passiert, sollte dieser Vorschlag vom König angenommen werden und was passiert, sollte der Vorschlag abgelehnt werden. Nun pitchen reihum alle Berater dem König ihre Vorschläge. Das geheime Ziel haben sie dabei immer vor Augen. Deswegen darf auch gelogen werden. Die Zeichnung auf der Vorderseite soll den Spielerinnen und Spielern helfen, ihren Pitch möglichst bildreich zu erzählen. Der König wählt mindestens einen mit der Rückseite nach oben liegenden Vorschlag aus. Pro angenommenen Vorschlag erhalten der entsprechende Berater und der König jeweils einen Punkt. Anschließend werden erst die Effekte der abgelehnten und dann die der angenommenen Vorschläge abgehandelt. Sollte in dieser Phase ein Token an das Ende des positiven oder negativen Bereichs einer Säule gewandert sein, stirbt der König und das Spiel endet sofort. Alle Berater erhalten jetzt Bonuspunkte für das Erfüllen ihrer geheimen Ziele. Das Spiel endet hingegen mit einem Sieg des Königs, sollte er oder sie 15 Vorschläge angenommen haben, ohne zu sterben. In dem Fall erhalten die anderen Spielerinnen und Spieler keine Bonuspunkte. Herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. An meiner Seite eine Kombination aus Menschen, die besser, schöner und toller nicht sein könnte. An meiner Seite Chiara. Oh, danke. Florentin, Wirt. Hi. Und Katjana ist immer noch da, seit letzter Woche. Eigentlich durchgängig bei uns. Ist schon im Inventar aufgenommen worden. Zum Inventar aufgenommen worden. Und ich bin natürlich auch wieder dabei. Und falls ihr euch fragt, warum ich so ein clowniges Kostüm anhabe. Ja, das fragt man sich. Also, wir spielen nämlich heute ein königliches Spiel. Und wir haben gerade die Regeln dazu gehört. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht lange Zeit. Übrigens, ganz wichtig, weil ab und zu kriege ich ja natürlich auch mal Kommentare. Fabian, warum spielst du immer nur die AAA-Titel auf dem Sender? Ja, also wirklich die großen Brecher, die jeder kennt. Dieses Spiel ist ein Kickstarter-Projekt. Oh. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass es das in die Sendung geschafft hat. Ich würde sagen, ihr müsst mich überzeugen mit den geilsten Vorschlägen, die wir für dieses Königreich haben, uns nur ausdenken können, beziehungsweise ihr müsst sie euch ausdenken und wir fangen direkt an. Wir starten mit. Können wir noch Karten umtauschen? Ja. Ihr könnt auch noch Karten umtauschen. Ja, ich würde gerne 3 umtauschen, bitte. 3 umtauschen, dann kriegst du 3 neue. Noch mal gucken. Können wir pro Runde noch mal austauschen? Nein. Nein. Genau, nur am jetzt. Anfang, nur am Anfang. Wie heißt denn jetzt unser Königreich? Unser Königreich heißt Epidermis. Pripra. Königreich von Pripra. Sehr wohl gewählt, Eure Majestät. Tralala, tralala. Jubel. Hört. Unsere unfehlbare Majestät. Pripra, liebe Untertanen von Pripra, ich möchte jetzt hören eure Vorschläge, wie wir dieses Königreich verbessern können. Wobei wir ja eigentlich gerade schon ganz gut stehen, weil es ist ja alles recht ausgeglichen. Die Leute sind zufrieden. Aber liebe Chiara von Hufnagel, sag uns doch mal, was wir besser machen können. Nun, wie Sie wissen, Euer Majestät, haben wir unsere Kundschafter auf Expeditionstour geschickt. Und ja, das war sehr teuer, ja. Ja, das war sehr teuer, aber wir haben auch neues Land entdeckt. Allerdings sind da so bereits bestehende Einwohner, die uns das Leben etwas schwer machen. Aber es gibt Reichtümer, Gold und was weiß ich, Ressourcen, die uns sehr wichtig werden könnten. Und ich bin dafür, dass wir da vielleicht ein bisschen in unsere Armee nochmal investieren, um diese Völker etwas zurechtzuweisen, die bereits dort leben. Das heißt, wir sollen angreifen.
Sehe ich das richtig? Wir sollten uns verteidigen, nennen wir es mal so. Wir sollten aktives Verteidigen. Alles klar, ja. Eure königliche Majestät, erstmal möchte ich euch danken, dass ihr Vertrauen in mein bescheidenes Wort legt. Ich finde, ihr habt das Land bis jetzt formidabel regiert und ich möchte, dass es auch so weitergeht. Vielleicht kann ich einen kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten. Auch mir liegt natürlich am Herzen, dass das Reich ausgewogen, sanft und ruhig bleibt. Deswegen schlage ich ganz im Gegenteil zu den Kriegstreibern und Panikmachern an der Seite rechts von mir hier eine sehr ausgewogene Politik vor, die Dinge im Gleichschritt zu halten, alles ausgewogen zu betrachten, keine übermäßigen Schritte zu ergreifen, sondern weiter dieses stolze Schiff zu segeln in eine glorreiche Zukunft mit Ihnen an der Spitze, meine königliche Majestät. Danke, abtreten wird mein Herr. Habe deine Freunde nah, aber habe deine Feinde noch näher dran. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns mit dem Königreich Prupru verbünden, damit uns es finanziell sehr, sehr gut geht. Denn die haben sehr viele Rohstoffe, die wir gebrauchen könnten. Prupru? Aha! Prupru. Die kleinen. Pfui! Pfui! Aber sie haben sehr viele Ressourcen, die wir gebrauchen könnten. Aber sie haben extrem lange Nasen. Ja. Im Königreich von Prupru. Ja. Und sie wissen ja, was lange Nasen bedeuten. Was bedeutet das? Viel Lügerei, mein König. Viel Lügerei. Aber viel Geld. Genau, aber lieber Herr, wenn ich, lieber König, Sie sehen heute fantastisch aus wie jeder andere Tag. Aber wenn ich kurz, ich finde die Idee, dass wir mehr Geld brauchen, eine wahrlich gute Idee. Nur, wir müssen nicht zu Prupru gehen. Wir könnten in was ganz anderem investieren. Wie wär's mit Merchandising? Wir machen kleine Könige in klein und verkaufen die. Ja. Also ich sage, lass uns sehr viel mehr mit Geld arbeiten und mehr Geld bekommen. Wo produzieren wir dieses Merchandise? In bei mir. Zu Prupru. Denn da sind die Arbeiter billig. Aber sie, sie wissen doch, sie waren doch letztens bei mir zu Besuch. Mein Vater. Wow. Was geht hier? Darf niemand wissen. Gut. Dann. Sie wissen Bescheid. Merchandising bei meinem Onkel und meinem Vater, seinem Hochhaus. Ja. Okay. Liebe Untertanen, höre zu! Hören Sie zu! Ich höre zu, Eure Majestät. Ich muss sagen, hier verbirgen sich zwei Leute in diesem Kreise, die auf Ärger aus sind. Warum? Chiara und Wirt. Gut, wir stehen noch, wir stehen noch am Anfang. Wir stehen noch am Anfang unseres Königreichs. Unfehlbar. Und jetzt schon. Hat jemand ein Taschentuch? Und jetzt schon wollen sie angreifen. Nein, das ist doch Frieden. Das ist doch ein Bündnis. Wir brauchen noch Freunde. Wir brauchen Freunde, aber ich habe Ihnen schon bereits gesagt, das ist ja quasi eine Annexion des Königreiches Prupru und diese Langnäser brauchen wir nicht in unserem Königreich. Denen wird's auch finanziell gut gehen. Finger ab! Das finde ich auch nicht gut. Und ich muss sagen, dass mir der Gedanke eines eigenen Merchandise-Shop sehr gut gefällt. Sehr gut! Handgeklapper! Und deswegen ist der Vorschlag von Ihnen angenommen. Jetzt kommt Twist. Ich sag's Ihnen. Mikrotransaktionen. Guck dir richtig viel Money. Wir handeln erstmal die negativen Effekte von den Abgelehnten ab. Das war ja deins, ne? Das war meins, ja. Ja, alles klar. Also, plus eins, minus eins. Minus zwei. Voll auf Krieg. Minus eins bei Krieg. Sehr gut. Kein Krieg in meinem Königreich von Pripra. Das hätte ich auch vorher wissen können. Das ist auch unser Slogan. Minus eins Geld. Ja. Das steht auf den T-Shirts. Kein Krieg in dem Land, weil wir pleite gehen. Gucken wir uns an, was unser Merchandise-Shop uns bringt. Nichts. Minus zwei Krieg. Sehr gut. Nee, der positive Effekt. Ach, der positive Effekt. Entschuldigung. Plus eins und minus eins Geld. Wieso gibt der minus eins Geld unserer neue Merchandise-Shop? Scheiße, der soll uns doch Geld bringen. Die Leute anscheinend kaufen doch nicht so viel Merchandise als gedacht. Nein. Ja, sie ist. Könnte es eventuell daran liegen, dass sie nicht fair in Europa produzieren, sondern das auslagern in andere Königreiche wie Prupru oder Pepre. Ja, aber sie haben ja auch sofort 80.000 bestellt.
Das ist halt schon viel, König. Ja, sie versteht gute das. Gute Beratung brauche ich, aber die bekomme ich bei Ihnen offensichtlich nicht. Sie versteht das nicht. Von Angebot und Nachfrage nicht. Nichtsdestotrotz, Sie bekommen einen Punkt. Ja. Verdammt. Alle ziehen eine Karte nach und wir starten in eine neue Runde. Und diesmal möchte ich mal geilere Vorschläge hören. Zieht eine Karte? Ich ziehe eine Karte, ja. Liebe Untertanen. Diese Woche, ich habe euch wieder erneut einberufen in mein Schloss. Ich hoffe, ihr habt gut gedacht mit eurem Köpfchen. Ja, nicht zu viel euch erholt im Sparbereich, sondern ihr habt gut nachgedacht. Und jetzt möchte ich etwas Vernünftiges hören von euch. Wir beginnen mit dem Langnase aus Pru-Pru. Ich würde mal sagen, die Kriegsgefangenen. Die. Was für Kriegsgefangenen? Die von der vorherigen Schlacht ihres Vaters. Die sind immer noch in unserem Lande. Und so ungern ich es sage, unserem Land fressen sie alles weg. Wir müssen sie vielleicht beseitigen. Wir müssen Leute beseitigen? Ja. Die Leute? Naja, sie haben nicht ganz Unrecht. Wir haben recht viel. Leute. Wir haben nicht genug Ressourcen. Wir haben die Kooperation mit Prufru nicht gehabt. Prufru hätte uns gerettet, aber ja, Sie sehen, wir gehen langsam in die roten Zahlen. Wir brauchen Geld und dafür müssen Leute gehen. Also mit Ihnen bekomme ich mehr Geld? Ja. Und weniger Leute? Und weniger Leute, das heißt weniger Leute, die sich beschweren können. Sehr gut. Das ist ein guter Einwand. Sie. Eure königliche Majestät, die Staatskassen sind leer. Das liegt natürlich nicht an ihrer unfehlbaren Entscheidung, sondern an ihr, niederträchtigen Stimmen, die ihren Weg in dieses ehrenvolle Kabinett gefunden haben. Der Merchandise-Store war eine schlechte Idee. Alle T-Shirts in S. Wer soll das kaufen? Sie waren ausgefallen als groß. Sie sind groß. Die Leute Staatskassen sind leer. Sie wissen ganz genau, wie dick die Leute in unserem Königreich sind. Die Schatzkammer ist leer. Doch noch kann ein Bankrott zum Glück abgewehrt werden. Und eure königliche Majestät, ich möchte Sie da bitten, lassen wir doch die Experimente, diese Expeditionen in ungewisse Länder, lasst uns doch bitte auf das konzentrieren, womit unser Reich schon seit Jahrtausenden verlässlich und gutes Geld verdient, mit der Ausbeutung der Bevölkerung. Der Ausbeutung des normalen Mannes, der normalen Frau. Was bedeutet so das ist denn unser für den Reich König? Stark und reich geworden. Und so sollten wir es fortsetzen und nicht mit irgendwelchen modernen Spielereien, die am Ende uns nur noch mehr kosten. Mag, wie Sie ich denken. Stelle vor, eine gute alte Erhöhung des Zehns, eine Ausbeutung der Bauern. Das heißt, mit Ihnen habe ich auch mehr Geld die und die Bevölkerung. Die Staatskassen werden verlässlich gefüllt. Die Bevölkerung wird, glaube ich, froh sein, zu ihrem Wohl mehr arbeiten zu Die werden bestimmt verärgert. Die werden bestimmt verärgert. Gucken Sie sich das mal an. Doppelte Punktzahl. Doppelte Punktzahl. Aber was? Aber in welche Richtung? In welche Richtung? Aber zu viel Positives ist auch nicht gut. Die Königs- und Gottesfürchtigkeit ihrer Bevölkerung wird sie über einen vielleicht spärlichen Winter hinwegtragen. Da bin ich mir. Antworte nicht die Frage. Der Glauben geht langsam flöten. Naja, lassen wir das mal so stehen. Chiara. Wie Sie schon bemerkt haben, brauchen wir Geld. Und ja, ich bin der dringend. Meinung, wir sollten unser Volk etwas aufmuntern und ein Turnier veranstalten, wodurch wir durch Einnahmen und Wetten, die Sie dann auf die entsprechenden Ritter setzen können, ja, genügend Geld verdienen sollten, um aus den Miesen zu verschwinden. Eine königliche Schlacht. Verschwendung, Spielerei. Katjana, Sie von Gerz, Sie wissen genau, Sie stehen unter großer Beobachtung. Absolut, natürlich. Und die wir 300.000 T-Shirts in S das waren ein wirklich, Fiasko. Das tut uns leid, wir sind von unseren Maßen ausgegangen, deswegen, das könnten wir nicht machen, von Ihren Maßen natürlich. So, ich bin zu Maßen enttäuscht. Ich entschuldige mich wirklich wahrhaft vom Herzen und ich habe eine Lösung gefunden. Ich bin natürlich, wie wir alle, habe ich die Erlösung bei Gott gefunden. Bei und Gott. Ich glaube, das ist da, wo wir alle eigentlich hin müssen, weil wir sehen doch einfach eindeutig, der Glaube ist immer wieder nach unten gelangt, wegen dem ganzen Debakel mit dem Merchandising. Deswegen würde ich sagen, lass uns da etwas
investieren und den Glauben erfrischen. Den bald ist Weihnachten. Wir glauben nicht daran. Okay, gut. Aber deine Karte hat null Glauben. Glaub dem Vogel nicht. Ich gehe davon aus, dass du mich nicht nimmst. Es wird schon in meine Richtung gehen. Glaub dem Vogel nicht. Ich muss sagen. Ich muss sagen, dass ich nicht sicher bin, ob ich sie nächste Woche noch zu diesem Treffen einladen werde. Weil sie offensichtlich mit ganz miesen Tricks versuchen, mein Königreich zu sabotieren. und das werde ich mir nicht länger bieten lassen, deswegen abgelehnt. Aber. Bitte? Sagen Sie. Nun. Trauen Sie sich? Sie hat doch offensichtlich die Unwahrheit gesprochen, Eure Majestät. Sie wollte vielleicht genau das. Sie wollte vielleicht genau das. Sie wollte genau das? Dass ich das ablehne? Ja. Damit sie dann die Punkte bekommt, die da auf sich. Aber das müsst ihr jetzt auch nicht nehmen. Und unser Volk glaubt langsam nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, mit welcher Berechtigung sprechen Sie hier alle überhaupt? Ich bin gewillt, alles zu tun für dieses Königreich und meine Entscheidung ist mir Gott gegeben. Meine Weisheit ist Gott gegeben. Und deswegen Gott, da sind wir wieder. Gut. Abgelehnt. Das ist doch das, sehr gut, Eure Majestät. Sehr gute Wahl. Gute Wahl. Das war von Ihnen, ne? Ja. Meine Logik ist, Ihr Vorschlag ist scheiße, Ihr Vorschlag ist scheiße, aber beide. Die Bevölkerung ausbeuten. Aber beide gegenseitig heben sich auf. Oh? Weil Minus und Minus ergeben Plus. Das heißt, Ihre beide werden sich auflösen. Nein. Deswegen nehme ich Ihre beide an. Oh, du kannst zwei ablehmen? Ja. Ich kann so viele annehmen, wie er will. Ja, kannst so viele annehmen, wie du möchtest. Sehr gute Wahl, Eure Majestät. Sehr, sehr gute Wahl. Dann handeln wir erstmal Kiaras ab. Ich dachte nur eins. Plus ein Glauben. Sehr gut, dass ich das abgelehnt habe. Das war mir eh schleierhaft. Ich habe gesagt, es gibt Wetten. Das findet die Kirche nicht so gut. Eben. Deswegen war das auch kacke. Ja, nicht plus. Plus ein einmal Krieg. Das war auch abgelehnt. Jetzt zu Ihnen. Mhm. Können wir mal gucken. Plus ein Glauben. Sehr gut. Ja. Auch das war schlau wieder von mir. Was habe ich mich eigentlich von Ihnen bequatschen lassen? Das war auch sehr smart von dem Herrn König. Wie heißen Sie denn eigentlich da? Euer Majestät. Fabian von Pripra. Und jetzt minus drei Bevölkerung. Sehr gut. Danke. Was haben wir bei Ihnen nochmal gemacht? Die Bevölkerung ausbeuten. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Und plus zwei dafür Geld. Dafür klingeln die Kassen. Dafür klingen die Kassen. Baby. Ach, zwei. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Sie kriegen einen Punkt dafür. Und jetzt zu Ihnen. Mhm. Minus zwei Bevölkerung. Mhm. Eins, zwei. Haben Sie auch gesagt, dass wir die Bevölkerung ausdünnen? Naja, wir sollen ein bisschen ausdünnen, aber da sie jetzt noch ausgebeutet wird, minus ist natürlich noch schlechter, ne? Plus Geld, wenigstens bekommen wir Geld. Ja, uns. Sehr gut. Wir wollen Geld. Ich muss ehrlich sagen, sie muss ich unter genauerer Beobachtung haben, weil sie scheinen Interesse daran zu haben, dass wir möglichst wenig Bevölkerung haben. Mhm. Naja. Ich dachte, Qualität, es geht um die Qualität. Beim Du, aber okay. Ich switche wieder zum Sie. Okay. Sie alle dürfen eine Karte nachziehen. Und der Spaß geht von vorne los. Ein neuer Tag beginnt. Die Sonne geht auf über den Königreich von Pripra und alle sind geschäftig unterwegs. Alle fragen sich, was ist heute? Was wird passieren? Was wird der König heute entscheiden? Und der Rat der stümperhaften, dummen Leute kommt wieder zusammen, um dem König ihren Scheiß zu pitchen. So. Habt ihr alles ausgewählt? Euer Majestät, wir brauchen mehr Bewohner. Wir haben zu viele offene Arbeitsplätze, also brauchen wir mehr Leute, die diese besetzen. Ja. Also war ich der Meinung, es ist doch am schlauesten, wenn wir etwas mehr Touristen reinholen, denn wenn sie sehen, wie wundervoll unser Königreich ist, bleiben sie womöglich auch hier. Wir haben uns mit einem Artisten zusammengesetzt, der einen wunderbaren Vampir spielt. Vampir? Ein Vampir spielt, ja. Funkelt er? Er funkelt nicht. Okay. Ich habe gehört, dass das Quatsch ist. Das ist Humbug.
Und alle Menschen werden natürlich zu uns im Königreich vorbeikommen wollen, weil sie wissen möchten, ist dieser Vampir echt? Und sie wollen ihn sehen. Natürlich werden wir ihn in den Käfig halten, um keine Panik zu generieren. Und sie wissen, unser Volk ist ein bisschen doof, aber gehorsam. Das heißt, wenn wir einen Vampir haben, dann wird in unserer Bevölkerung mehr gefickt, oder wie? Es ist kein... Nein, dann kommen mehr Touristen zu uns, weil sie diesen Vampir... Touristen? Touristen, genau. Und aus Prupru? Nein, natürlich nicht aus Prupru. Okay. Wie verhindern wir, dass die aus Prupru kommen? Wir haben Freunde. Doch Mauer! Tor. Mauer! Wir haben doch ein Tor. Die wollen wir auch bauen. Die Mauer müssen wir... sehen sie doch aus 100 Kilometer Entfernung. Okay. Sie kennen doch ihre Nasen. Alles klar, legen Sie mal ab, damit ich mir das genauer angucken kann. Also, klingt das wie ein Vogel, ey. Florentin? Eure königliche Majestät, vielen Dank für das Vertrauen, das ihr mir in der letzten Amtsperiode geschenkt habt. Das Volk darbt, es zahlt dafür aber mehr. Ich finde, dafür, dass das Volk im letzten Jahr so hart zahlen musste, können wir es uns leisten, ihnen einen kleinen Gefallen zu tun, um zu zeigen, dass der König eben nicht nur an seinem eigenen Interesse im Gefallen findet, sondern eben auch für die Bevölkerung da ist. Und was fürchtet die Bevölkerung am meisten? Eben nicht den propagandistisch herbeigeschriebenen Feind von Fernosten. Nein, es ist der Wolf, der die Herde reißt. Der Wolf, der das Kind entführt. Das sind doch die wahren Ängste der Bevölkerung. Das ist doch das, was sie nachts nicht schlafen lässt. Deswegen sage ich, wir sollten unsere besten Ritter des Landes ausziehen lassen, um der Wolfsplage endlich Einhalt zu gebieten, sodass wir endlich wieder Präsenz zeigen in der Landbevölkerung und uns um das kümmern, was die einfachen Leute wirklich bewegt. Und dann werden sie auch auf weite Zeit noch bereit sein, für uns den Zehnt abzugeben. Das heißt, wir werden die Bevölkerung nicht nur sichern, sondern auch steigern können? Richtig. Darf man hierzu noch was sagen? Warum's du darfst noch was dazu sagen. Okay. Wer spricht da für den Wolf? Ich spreche nicht für den Wolf. Ich spreche nur für die Opfer, die wir wohl verbuchen müssen, wenn wir uns auf die Jagd nach Wölfen begeben. Ach, ich bitte Sie, was? Da haben Sie aber wenig Vertrauen in unsere Rittersmänner, wenn Sie denken, Sie kämen mit einem einfachen Feldtier nicht zurecht. Ich bitte Sie. Also das, ich glaube nicht, dass der Herr König sich das gefallen muss, dass Sie seine Streitmacht hier so in Ungnade setzen. Also das verbitte ich mir. Wirt. Mein lieber Herr, Ihr Vetter aus dem Königreich Brabra ist mittlerweile König geworden und hat sich auch als einzigen König erkannt. Er sieht sich auch als Gott, sein Volk sieht es genauso. Und langsam sieht es unsere Bevölkerung auch so und ich sehe, das ist ein Problem. Wir müssen ihn vernichten, damit unsere Religion steigt und unsere Stärke wiederhergestellt wird. Vernichten heißt mehr Waffen. Mehr Waffen, damit mehr Krieg herrscht und unsere Religion wiederhergestellt wird, weil er sieht sich als einzigen Gott. Aber das kann ja wohl nicht sein, dass neben ihm und unserem Gott jemand anderes an der Seite da herrscht. Das kann ja wohl nicht angehen. Tatjana? Hi, sorry nochmal, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Ich habe das meiste jetzt nicht mitgekriegt, aber ich wollte nur sagen, heute Morgen habe ich ein little prayer für dich eingesprochen. Es hat wieder funktioniert, weil deine Haut sieht wunderbar aus. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen mehr Geld in der Kirche schenken. Das ist so... Mehr Geld der Kirche schenken? Ja, ein bisschen mehr Geld. Wieso? Der Kirche geht es doch formidabel. Ja, wenn es der Kirche gut geht, geht es den Menschen besser. Das wissen wir doch. Wir haben doch das dumme Volk. So, die glauben doch immer an den Gott. Wenn wir den Gott stärken, können die Menschen auch hinterherziehen. Wir müssen einen Status quo wiederherstellen. Wir müssen es nicht stärken. Nein, wirklich, du weißt, ich lüge nie. Das ist wirklich eine coole Sache. Sie lügen nie? Was war denn mit dem Merchandise-Shop? Das war ein Fehlgriff. Das war ein schlechter Kickstarter. 300.000 T-Shirts in S. Ein Kickstarter. Auf links. Eure Majestät. Gut, das, sowohl aber es ein ist Krieg. Auch ganz nur, Entschuldigung, Herr von Florentin, das hier ist es auch deutlich, das ist nicht zu viel für die Kirche. Ich weiß, man gibt denen zu viel, dann haben die zu viel Macht, das wollen wir nicht, dann nehmen die das von dir weg. Ist ein bisschen, ist einfach ein Sprung in die richtige Richtung. Das zieht den Menschen hinterher, wenn sie verstehen, was ich meine. Eure Majestät, sowohl ein Krieg mit Smasma, als auch die Unterstützung der Kirche hinein in den Fundamentalismus, würde unser Land nur noch weiter ins Chaos treiben. Ich bitte Sie, wählen Sie bescheidenere Maßnahmen. Es kann nur kümmern ein Sie Gott sich gehen. Um lokale Probleme wie den Wolf. Das ist das, was wie den Menschen bevorzugt. Wie viele Wölfe gibt es denn doch? In den Hast Krieg du schon ziehen. In einen Wolf gesehen? Hier ist er doch. Ja, das ist ein Wolf. Das ist ein Bär. Pepeng, dann ist der weg. Dafür brauchen Sie keine Unterstützung. Pepeng! Pepeng, wie ein Schießgewehr. Was ist ein Schießgewehr?
Sind Sie hier im Mittelalter oder nicht? Cut, dann wird wir klären das also, mal ganz kurz. Der Wolf geht ganz schnell weg. Investieren Sie ein bisschen in die Kirche. Das bisschen, ist nicht viel. Wirklich, ich mach's ganz deutlich. Es ist nicht zu viel, es ist genau richtig. Bisschen auf die richtige Seite. Hier haben wir noch gar nichts, weißt du? Sie es, geben Sie dem Krypto. Das zieht den Menschen hinterher, das wissen Sie doch. Die Kirche und dann die Menschen, weil die Menschen wollen wir ja nicht, aber wir wollen ja... Die Menschen wollen keine Kirchen, sie wollen in Ruhe schlafen die wollen können, zu Hause ohne den Wolf, den sich von dem Wolf einen fürchten Wolf, zu müssen. Den wir haben. Also. Ich sag nur Pepeng. Ich sag nur Pepeng, also ich muss sagen... Also, das mit dem Vampir, das ist mir, muss ich sagen... Hat jeder vergessen. Bisschen ist mir... Ist ein ja, Vampir. Ja, Vampir, wie sie geredet hat. Das ist kein echter Vampir. Das ist ein gespielter Vampir von Nebendorf. Vampir irgendwie als Schausteller benutzen, dass da mehr Touristen kommen. Ich muss sagen, ich brauche in meinem Land keine scheiß fucking Touristen. Keiner braucht Touristen. Touristen stehen nur auf dem Latte Macchiato-Strich und kaufen nichts, trinken einen Kaffee, lesen ihren... Die Touristen hätten Merchandise gekauft. Lesen ihren Krimi-Autor den ganzen Tag. Kein Mensch braucht Touristen. Wohlgesprochen. Wohlgesprochen. So, schön gesprochen. Weg damit. Und ich muss sagen, dieses... Sudoku. Sie können mich auch genauso gut anlügen, weil so ein Vampir kann ja auch sehr gut einfach alle abschrecken und keiner hat Bock auf die. Und dann haben wir nämlich ein scheiß Problem in diesem Land, weil wir nämlich schon viel zu wenig für die Bevölkerung Sie getan noch haben. In einem Geisterhaus? Nein. Wolf. Thematik Wolf. Ja. Wir haben ein Problem mit dem Wolf. Vollkommen einem richtig. Wolf. Gut erkannt, euer Gnaden. Mit dem einen Wolf. Wir haben Probleme mit dem Wolf. So. Und ich muss sagen, das gefällt mir außerordentlich gut, weil man muss die Bevölkerung zufrieden machen, indem man ran an sie geht. Weil das ist ja das große Problem. Die Politiker, habe ich mir jetzt schon oft sagen lassen müssen, die werden nicht verstanden. Nein, aber sie die nicht. Die Sprachen, die werden nicht, die reden immer über wirres Zeugs. Nicht über, sie, euer Gott. Nicht sie. Nicht ich, genau. Ich bin ganz nah an der Bevölkerung. Ich verkaufe auch noch Bratwürste am Stand unten. Hört, am, hört. Am Brunnen. Ach, ja, lecker. Undercover-Boss. So nämlich. Und deswegen ist sie das... Sie gehen, sie hat ihre Jacke schon an. Deswegen ist das angenommen mit dem Wolf. Mit dem einen Wolf. Der andere ist abgelehnt. Deswegen werden erstmal die negativen Effekte abgehandelt. Minus eins. Bei den Menschen. Ach, das ist bei mir. Das war Ihre Karte? Was ist das? Wessen ist das? Das ist ja, meine. Der Krieg. Plus eins und plus zwei Krieg. Minus zwei. Nee, minus zwei. Minus zwei. Eins, zwei. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das ist. Pripra geht's nicht gut. Das angenommen oder abgelehnt? Minus das wurde eins. Abgelehnt. Minus eins bei der Bevölkerung. Hätten Sie auf mich gehört, euer Majestät? Und plus eins. Beim Geld. Und jetzt? Also, jetzt können Sie draufgehen. Wir könnten draufgehen. Nein, aber bescheidene Politik. Ich vertraue da Herrn Florentin von Will. Völlig richtig. Plus eins, Bevölkerung. Aber minus eins, Waffen? Kriegsführung. Ja, natürlich. Wir brauchen doch die Waffen, die Ritter wurden ausgesendet, die Wölfe zu retten. Waffeln. Wolf zu töten. Waffeln? Wir brauchen keine Waffeln. Nee, alles klar. Wolf. Wie wolltest du den Wolf denn umbringen? Oder den Bär? Oder was immer das war. Ohne Waffen? Abrüsten? Haben Sie mir nicht versprochen, dass es mehr... Natürlich, die Ritter werden ausgesandt in die Landbevölkerung. Genau. Die sind dann erstmal nicht zu Hause. Mit was denn? Dann sind sie nicht zu Hause. Mit Schwert und Schild und tapferem Herzen. Du hast doch keine Schwerter dann mehr. Wozu brauchen wir die denn? Du hast doch gerade gesagt, du willst die Ritter raus tun. Ja? Mit was denn? Die brauchen doch Gerüstung. Gerüstung? Ich habe doch gesagt, Brabra macht Probleme. Die brauchen doch Rüstung. Ja. Und du hast gerade weniger Rüstung als davor. Ja, weil die Ritter den Wolf töten und sich nicht um andere Dinge kümmern können. Ich dachte, das macht ein einzelner Jäger. Und wie sollen sie denn den Wolf töten? Mit das Schwert Rüstung. Steht doch nicht sinnbildlich nur für ein Schwert. Das steht für unsere militärischen Kapazitäten, die gebunden sind in der Wolfsjagd. Das habe ich aber auch so sie formuliert. Schicken jetzt das Militär los, um einen einzelnen Wolf zu töten? Ja, was willst du denn sonst losschicken? Ich muss sagen, einen Jäger? Einen? Jägers, bitte. Sie haben nur zur Hälfte das versprochen, was Sie mir gesagt haben. Ich habe versprochen, mich um das Volk zu kümmern, plus eins auf Volk. So und minus eins auf Militär. Habe. Und ich muss, ich dachte, ich muss ehrlich sagen, dass wir dadurch auch vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln mit Militär. Und bei ihm waren alles minus zwei. Auf ja, eins war aber, Militär, als ja, wir uns angefangen haben. Hätte, wäre es kein ich hatte Problem minus gewesen. Eins, das wäre überhaupt kein, ich habe minus eins plus eins. Bescheidene Politiken. Bescheidene Politiken werfen das Reich nicht aus der Balance. Seine minus zwei und minus drei.
Kommt es jetzt zum Militärputsch? Nein, noch nicht. Das war's jetzt erstmal. Die Runde ist vorbei. Und zieht einmal eure Karten bitte nach. Wow, wow, wow. Dürfen wir eigentlich sehen, was wir nehmen? Oder wir ziehen nur von oben. Achso, ach, ziehen immer von oben. Nee. Eigentlich ziehen wir immer von oben, aber ihr könnt es ja nicht sehen. Achso. Wir beruhigen uns alle mal. Auch das Volk da draußen darf sich gerne ein Momentchen beruhigen. Jetzt sind sie wieder auf voller Fahrt. Und ich muss sagen, es wird langsam ein bisschen anstrengend. Ich mache mir Sorgen um unsere Armee. Da möchte ich von Ihnen sehr gute Vorschläge hören, dass sich das verbessert, weil das kann in keinem Interesse sein. Es sei denn, Sie haben geheime Interessen. Dann kann das ja von Vorteil sein. Überhaupt nicht. Wer hat hier geheime Interessen, dass wir ganz geschwächt sind in der Armee? Bitte? Weil in der Endabrechnung bekommen sie ja dann 4 Punkte oder sowas dafür. Ich würde sagen, das ist Herr Wild, denn er hat jetzt unsere gesamte Armee für eine Wolfsjagd losgeschickt. Das -1, eine bescheidene Politik. Können wir noch mal reingucken? -3 kam von anderer Seite. Von meiner nicht. Wenn er mich gewählt hätte, wäre es nicht das Problem. Naja, ich fange an mit Ihnen. Ja, also Sie sind hoffentlich heute nicht zu spät. Nein, ich bin heute ganz pünktlich, weil hier ist ein ganz großes Anliegen und ich werde jetzt meine eigenen Interessen beiseite legen, Herr König. Und ich werde einfach sagen, wir müssen den Krieg hier stoppen und deswegen, ganz wichtig, da gehe ich wirklich aus meinem Komfortzone heraus und sage, bitte investieren Sie hier, wir müssen aus dem Krieg raus. Ich nehme das ganze Geld von der Kirche und investiere es in die Armee? Genau, damit wir da wieder rein können. Okay. Ja, und da macht er auch ein Peace-Zeichen. So. Alles klar. So, du siehst. Oh, ja, okay. Ich muss immer vertrauenswürdig. Oh. Ich muss ehrlich sagen, dass. Soll ich das protokollieren? Oh. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das hier gar nicht gut gefällt, weil die Armee muss eindeutig krass gestärkt werden. Das sehe ich hier noch nicht. Aber wir machen erstmal weiter mit Ihnen. Ja, ich habe davon keins. Lieber Herr König, ich habe das Problem für unsere finanziellen Nöte, die durch das Merchandise entstanden sind. Die nicht verkauft wurden. Die nicht vorhanden sind. Aber dadurch können wir auch noch unsere Armee stärken, weil ich habe herausgefunden, dass das Volk in Hat jemals schon mal jemand von diesen Völkern gehört? Das Volk in Prufru, was theoretisch eigentlich das Merchandise... Mit den langen Nasen. Genau, das theoretisch eigentlich das Merchandise herstellen wollte, jetzt die Seefahrt für sich entdeckt hat. Und die meinten, ey, die ganzen T-Shirts, die verkauft wurden. Die haben aber gar keinen Wasserzugang. Doch, haben sie. Mhm. Durch den Kanal, den wir gleich bauen. Okay. Versprechungen. Und mit diesen finanziellen Gütern können wir natürlich auch unsere Armee wieder aufbauen. Wir holen uns einfach Söldner. Wenn ich das jetzt ablehne, was passiert denn dann mit der Armee? Dann haben wir immer noch eine Armee, aber die ist halt nicht so gut. Okay. Florentin, funktioniert. Eure Königliche Majestät, tatsächlich sind einige unserer Streitkräfte im Land momentan gebunden. Ich hatte diesen Vorschlag aber auch nur gemacht, weil ich weiß, dass wir unsere Streitkräfte schnell wieder aufbauen können. Nämlich aus der Tiefe der Bevölkerung, wir führen eine Wehrpflicht ein. Mhm. Und die Bevölkerung, die wir mit Glauben und mit unseren Staatskassen ausstatten können, können wir nun sowohl stärken, als auch mit Waffen ausrüsten und dabei natürlich noch ein bisschen Geld sparen, weil wir unsere eigenen Streitkräfte nicht mehr so bezahlen müssen. Wir haben eine tiefe Bevölkerung, aus der wir militärische Kraft schöpfen können. Eine Wehrpflicht für jeden strammen Jugendlichen. Ab 12 Jahren muss er sowohl am Bogen als auch an der Lanze trainiert werden, damit er im Kriegsfall wie überall, auch in der Landbevölkerung, schnell Milizen bilden können, um den Feind zurückzuschlagen. Ich schlage eine Wehrpflicht vor. Gilt das auch für unsere Mädchen? Nein. Okay. So Euer Majestät, ich finde nicht, dass das die Lösung ist, denn das könnte unsere Bevölkerung nur negativ auffassen. Es was ist eine Ehre, für den Kaiser zu kämpfen. Was sollen die Mütter denken, wenn ihre Söhne weg sind? Im Notfall. Wer soll noch? Unser großes Problem ist, dass unsere Armee aktuell nicht in unserem Königreich ist, sondern überall im Reich verstreut. Sie jagen Wölfe, anstatt unsere Mauern zu sichern. Und wir sollten sie dementsprechend alle wieder zu uns zurückholen und auf Diplomatie setzen. Auf Diplomatie setzen? Aber damit schwächen wir doch unsere Armee. Nein, die Armee kommt ja zurück. Sie ist ja gerade woanders stationiert. Wo? Ist ja nicht vor den Mauern und jagen Wölfe.
Ja, das stimmt. Das verdammte Wolf, ey. Dass sie diesen einen Wolf noch nicht gefangen haben. Hatten Sie Probleme mit dem Wolf heute Morgen? Nein, er ist weg. Ich habe ihn wirklich, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Also ich weil Sie ihr Schlafzimmer noch nie verlassen haben, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, warum auch? Wann waren Sie das letzte Mal auf dem Lande? Mit dem König wahrscheinlich. Ich bin ja ein Mädel vom Lande und deswegen... Sind Sie auch in diesen komischen Kalendern immer drin? Ja, ich bin April. Der schlechteste Monat. Ja. April, der macht, was er will. Diplomatie. Diplomatie. Armee kommt zurück, denn wenn sie weiterhin in Armeen investieren, dann müssen sie noch mehr Geld ausgeben. Das wollen wir doch nicht. Sie sind noch gerade sehr gut in den Finanzen. Das ist eine schwarze Karte. Der Tod. Der Tod. Was bedeutet dieser Tod da drauf? Für das Design der Karten kann ich nichts. Da müssen Sie unseren Maler fragen. Ist Cosplay. Was mich ein bisschen wundert, ist, Freelancer. Es brennt und es brennt. In diesem Starter brennt. Was machen wir da? Und der Einzige, der sich einen Dreck geschert hat um unsere Armee, ist dieser Typ. Hey! Der gedacht hat, mit dem Cash können wir eine Armee aufbauen. Wir bauen jetzt erstmal einen fucking Null Kanal. Schwert. Null Schwert! Ich hab die Wehrpflicht. Oh, ich hab's. Aber das kann aber auch er hat null Schwert. Ich hab. Er hat gerade gar nichts zum Militär vorgeschlagen, er hat eure Majestät. Zum Militär vorgeschlagen. Was haben Sie noch mal zum Militär vorgeschlagen? Wir sollten sie zurückschicken in unserem Gemäuer. Nichts. Nichts. Die Fakten lügen nicht. Das heißt. Nein, aber guck mal, ja. Das. Mhm. Damit ist nicht sowohl Ihr Vorschlag und sowohl Ihr Vorschlag abgelehnt. Okay. Gut. Sie scheinen sich zu freuen. Nein. Und sind dem Ausländer nicht. Freiheit aus Pru-Pru. Freiheit sind Sie etwa aus Pru-Pru? Nein, Spion. Ich doch nicht. Pru-Pru for life! Ihre Wehrpflicht finde ich gut. Sehr gut. Wohl gesprochen, Eure Majestät. Und was war bei Ihnen nochmal der Fall? Ich bin auf jeden Fall ganz stark für mehr Wehr. Bunk. Wolf. Wann ist das mit Frieden? Nein, ich will. Du wolltest die Kirche stärken, was du seit vier Zügen willst. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin bereit, meine eigenen Sachen, die ich haben wollte, eigentlich beiseite zu legen, weil bei mir ist es absolut am wichtigsten, dass wir die Wehrkraft stärken, weil wir sehen, wir nähern uns dem Ende. Und wissen Sie, was das bedeutet? Wenn wir ganz im Minus sind, dann haben sie verloren. Dann sind sie. Genau. Dann sind deswegen brauche ich was im Plus. Genau, deswegen habe ich alles da rein investiert, dass ich bei der Wehrpflicht oben bleibe. Der gewisse Herr Florian Forenfan, der hat gesagt, es ist ganz, ganz eindeutig. Endlich spricht das mal jemand richtig aus. Dass ihm, Entschuldigung, dass ihm die Wehrpflicht scheißegal ist. Das hat man bei dem letzten Zug gesehen. Da hat er gesagt, ja, um ein bisschen mehr irgendwie das Geld reinzubekommen, ist es ihm egal, dass es ein Minus gibt. Punkt gibt bei der Wehrpflicht. Da hat sie recht. So, da wissen Sie, doch, sie hat unsere Armee gegen den Wolf geschickt. Er hat uns deswegen. Ich bin der Einzige, der hier gravierende Maßnahmen ergreift im Militärischen. Nein, aber da ich ist weiß, das Kreuz das Einzige, ganz, wovon wir überhaupt keine Gedanken machen und müssen. Und das bedeutet ganz stark, das heißt, das könnte -4 bitte sein. Bitte Sie. -4. Ich bitte Sie, Frau von Steffen. Sie tragen nicht mal ihr eigenes Merch. Was ist das für ein Symbol? Ich wusste nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Das wird ja alles gefilmt. Mit was für Kameras? Maler, ganz schnell. Nächster Frame. Soll leicht also, glauben Sie mir. Glauben Sie mir, investieren Sie nicht bei ihm. Weil dann, der schickt uns alle in den Tod. Die Einzige, die bewiesenermaßen gelogen hat. Wissen Sie beide, dass Sie sich bekämpfen. Sie müssen sich jetzt zusammentun. Oh, oh. Mit der Wehrpflicht und Ihrem Vorschlag, das in die Kirche zu pumpen. Da müssen Sie sich jetzt zusammentun. Deswegen eine Armee in der Kirche, das könnte die Lösung sein. Das nehme ich an. Wohlgesprochen. Ihr beider Quatsch ist abgelehnt und damit gilt Folgendes. Also wir sind abgelehnt. Ja. Hä? Wer ist nein. Chiara und von Wirt sind Schatz. Abgelehnt. Ja, toll. +1 Glaube. +2 Schwerter. Sehr gut. Yes. Sehr gut. +1 Schwert. Und -1 Geld. So. Weg damit. Gespannt. Sie kriegen jeweils einen Punkt. Und wenn ich Ihnen jetzt nicht vertrauen kann und das Gegenteil eigentlich der Fall war, dann setzt es was.
Minus drei Schwerter? Siehst du, ich hab's doch gesagt. So ein beschissenes Monster. Das konnte ich nicht ahnen, dass Bauern nicht kämpfen können, eure Majestät. Siehst du, ich hab doch gesagt. Aber guck mal hier. Plus da, eins. Minus drei. Plus eins, zwei, drei. Jetzt, oh, guck mal, yes. Gott sei Dank haben sie meins noch geholt. Gott sei Dank, sage ich da nur. Habe ich das alles abgehandelt? Ja. Ja. Ich habe nämlich meine Liebe zu der Kirche. Plus eins. Yes. Schwerter. Plus zwei. Kirche und minus eins Geld. Oh, uns geht's finanziell nicht gut. So, jetzt wissen wir alle. Wir wissen alle. Er hat keine Ahnung. Wir haben einen Lügner hier. Eure Majestät, damit konnte ich nicht rechnen. Dass Kinder nicht kämpfen können, wer kann sowas wissen? Eine neue Karte. Aber ich nehme mal von der linken an. So. Die Karte. Also. Die Kampi schon gehabt. Der Verräter fängt an. Oh, das sieht süß aus. Eure Majestät, ich trete in tiefster Demut. Oh, das sieht süß aus. Vor eure unfehlbare Entscheidungskraft. Das will ich hoffen. Ich wusste nicht, dass Kinder auf dem Schlachtfeld sich so verhalten, wie sie es getan haben. Oder Häuser brennen. Ich dachte, die Wehrpflicht wäre eine gute Idee gewesen. Mhm. Gebt mir vielleicht noch eine kleine Sekunde Zeit, eine Möglichkeit zu erdenken, wie wir da wieder rauskommen können. Ich denke, das Beste wäre, wenn ich mich aus den militärischen Angelegenheiten zurückziehe. Das ist nicht meine Stärke und ich bin demütig und ich lerne aus meinen Fehlern. Ich habe gelernt, dass meine Kollegen hier ein besseres Händchen mit dem Militär haben. Ich bin eine sehr friedliebende Natur. Und deswegen möchte ich darum bitten, dass wir vielleicht, und das ist ja das Hauptanliegen des Herrn Königs, den Einfluss der Kirche etwas herunterschrauben. Denn der Fanatismus schlägt um sich im Reich. Und im Endeffekt kann das auch zersetzend wirken. Deswegen möchte ich mich aus den kriegerischen Angelegenheiten entfernen und den Einfluss der Kirche begrenzen, um alles wieder in Balance zu halten. Sehr gut. Sie sind dran. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Die Kirche ist aktuell zu mächtig und Glaube bedeutet Frieden. Und mit Frieden haben wir eigentlich nur noch Unglück und sind Opfer eines möglichen Angriffs. Wir sollten also die Kirche nicht so weit stärken und den Glauben unseren Bürgern bestärken, dass sie der Meinung sind, sie müssten sich nicht verteidigen, sondern sie fortbilden lassen und unser Militär damit stärken. Mhm. Sie. Eure Majestät, das klingt zwar jetzt ein bisschen absurd, aber passen Sie auf, ich pitche Ihnen was ganz Geiles. Geil. Und zwar geht's darum, wir müssen mehr Geld in Hunde finanzieren. Mehr Geld in Hunde reinstecken. Hunde sind unsere Zukunft. Wo denn genau? Das Volk hat gute Laune, wenn in jedem Haus ein Hund ist, ein kleiner Welpe. Sie sind alle zufrieden. Hunde, Großhunde, können zu Kampfhunden werden. Das ist gut für unser Militär. Und natürlich kommen dann die ganzen Leute aus dem ganzen Land, wollen uns besuchen, meinen so, Alter, kennt ihr schon den neuen Dalmatiner hier aus Pripra? Der ist wunderschön, wollen hin, wollen ihn gucken. Ey, das bringt Geld ein, ich sag's ihnen. Das sind ja wieder Touristen, die wollen wir hier nicht haben. Aber wir brauchen Geld. Und sie wissen, ich liebe Geld. Und wie oft haben sie schon ein fremdes Land bereist wegen der Hunde dort? Oh ja, da war ich schon sehr oft. Da war ich schon Prufru und Propro und Prabra. Also bei den Feinden? Gut rumgekommen. Ja, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Ja. Katjana. Okay. Ich sehe ja, dass die lieben Kollegen von mir ein bisschen bei der Kirche, ich bin ja sehr großer Kirchenfan. aber ich muss gestehen, die haben schon recht. Ist ein bisschen viel Kirche. Da müssen wir einmal. Müssen wir so benennen, wie es hier ist, ist ein bisschen für Kirche. Deswegen würde ich einfach meinen Kollegen anschließen und sagen, Schluss mit Kirche. Wir weinen vielleicht auch. So, Schluss mit Kirche. Schluss mit Kirche? Ja. Das war's. Ja. Schluss mit Kirche. Schluss mit der Kirche. Ah, das heißt, aber. Das ist ein Schamane. Ich habe jetzt keinen Hinweis darauf, dass wirklich Schluss mit Kirche ist. Ja, es ist halt ein bisschen heller hier. Das ist aber das Zeichen für Kirche. Ja, da ist auch ein bisschen heller. Das heißt, dass Ihre Vorschlag ist Schluss mit Kirche, aber eigentlich hat das gar keinen Effekt auf die Kirche. Nee, es hat gar keinen Effekt auf der Kirche. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, Sie beide hatten recht. Ich nehme Ihren Vorschlag an. Das mit der Hundesteuer ist ganz großer Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. Sie werden es bereuen. Und deswegen ist es abgelehnt. Okay. Plus zwei. Minus eins Geld.
Minus 1 Kirche. Und plus 2 Schwerter. Sehr gut. Ich habe nur die richtigen Entscheidungen hier getroffen. Kommen wir nun hierzu. Minus 2. Ach nee, das habe ich ja zugesagt. Ja, ja. Stimmt. Minus 1 hier. Plus 1 Schwert. Und minus 2. Oh, Geld. Oh. Jetzt könnten wir, die Hunde gebrauchen. Minus 1. Nee, plus 2? Wessen Vorschlag war das? Meiner nicht. Einer von Ihnen beiden. Oh nein. Er hat keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das? Plus 1, minus 1 Geld. Das ist... Oh oh. Sie beide kriegen einen Punkt. Aber ich muss sagen, ihres Kram nehme ich gar nicht mehr an. Ja, das ist unsere Chance. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen muss. Ich auch nicht. Ich traue mich, keine schwarzen Karten mehr zu nehmen. Die sehen immer so bedrohlich aus. Warte mal. Okay. So, meine lieben Freunde. Beziehungsweise ein Wolf im Schafspelz befindet sich in dieser Runde. Er sitzt da vorne und hat seinen Schafspelz ausgezogen. Ich muss sagen, es gefällt mir ganz und gar nicht. Wer hat mir denn schon was Gutes vorzuschlagen? Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen nachdenken. Sie? Sie? Sind Sie bereit? Ja. Dann nein, los. Noch nicht. Sie sind bereit. Ich bin bereit und wie auch schon damals mit Ihrem Herrn Vater würde ich den Krieg ziehen. Für Geld! Wir brauchen Geld. Sie sehen es. Unsere Finanzen. Wie Finanzen? Im roten Bereich. Wir sind im roten Bereich. Das ist nicht gut. Sie wollen also den Krieg ziehen, um Geld zu erbeuten. Ein bisschen Krieg ist okay. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Majestät, erneut trete ich in tiefster Demut für eure unendliche Weisheit und ich möchte mich entschuldigen. Ich habe mich von den Versprechen der Kirchen hinreißen lassen. Ich habe um meine unsterbliche Seele gebangt. Ich war feige, ich war klein und ich habe das Reich verraten. Und es tut mir aufrichtig leid. Sie sind ein Tier! Ein Tier! Welches Tier? Ein Wolf! Ja. Das ist ein ziemlich cooles Tier. Und deswegen möchte ich mich auf das Einzige berufen, was ich anscheinend noch kann, die Staatskassen füllen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie ich Ihnen, wenn überhaupt, noch dienlich sein kann, wenn ich überhaupt noch einen Wert auf dieser Erde besitze. Indem Sie Ihren Körper verkaufen? Indem ich meinen Körper verkaufe und die Staatskassen fülle. Denn das ist das, was wir momentan am meisten brauchen. Der Staatsbankrott steht bevor. Und was passiert mit dem Glauben? Der Glauben sinkt natürlich, euer Gnaden. Euer Majestät, ich habe für Sie eine Win-Win-Situation. Der Kirche geht es einfach viel zu gut, die Kirche lacht über Sie. Und wie Sie wissen, Sie waren ja sicherlich schon in der Kirche drin. Sie ist randgefüllt mit Gold. Wir sollten der Kirche etwas Gold wegnehmen, um unsere Staatskasten damit zu füllen. Dadurch sinkt die Kirche und Ihre Bank füllt sich auf. Sehr gut, sehr guter Vorschlag. Was wollen Sie da noch dagegen setzen? Nö, ich mag Geld. Sie? Geben Sie mir noch eine Minute. Eine Minute, dafür haben wir keine Zeit mehr. Okay. Dann mache ich wie die Kollegin. Ich gebe Ihnen recht. Wir brauchen mehr Geld und weniger Trottel, die in die Kirche gehen. Also, Sie sehen hier... Ein Mönch. Genau. Shit. Also... Ich muss sagen, das war von Ihnen, nicht wahr? Ja. Ich muss sagen, Sie sind genau auf dem richtigen Pfade, um diese Kirche was Gutes zu tun. Deswegen ist ihr beide angenommen und ihr beide abgelehnt, weil das kompletter Quatsch ist. Was? Ich verdiene es. Aber Krieg. Sie verdienen es. Rüstung. Und damit sind diese zwei angenommen, diese abgelehnt. Was bedeutet das? Minus 1. Glaube. Plus 1. Geld. Sehr gut. Ich habe die richtige Entscheidung. Noch minus 2 Krieg. Minus 2 Krieg. 1, 2. Was ist hier? Minus 1 Glaube und minus 1 Krieg. Totscher Krieg wäre auch sehr gut. Die Lösung gewesen. Was passiert hier? Diese habe ich angenommen. Minus 2, 2, plus 3 Geld. Sehr gut. 1, 2, 3.
Finden wir sie da, Euer Hoheit. Sehr gut. Schleimer. Und minus zwei. Nee. Nee, plus drei. Plus drei. Plus drei. Plus Wer war drei. Das? Plus drei. Katjana. Die hat gesagt, dass die Leute die in die Küche reduzieren gehen sollen. Wollte. Ja. Minus eins. Sie wow. wissen schon. Meine ganze harte Arbeit umsonst. Ich kann alles. Wissen Sie was? Ich habe meine Brille nicht aufgesetzt. Ich habe das ganz. Nee, ich habe es wirklich ganz falsch gesehen. Ich habe gedacht, hier unten. Es tut mir leid. Wessen Karte war das? Habe ich die jetzt hier schon? Ich habe ja zwei angenommen, ne? Genau. Die und die? Ja, ja, genau. Ja, okay. Oh Gott, jetzt ist die Kirche wieder so. Oh nein! Oh nein! Ihr kriegt jeweils Punkte. Sammeln. Habt ihr schon genommen? Haben wir schon, ja. Oh, habe ich schon? Scheiße, jetzt brauchen wir. Sind wir schon 15? Oder noch? 10 sind es. 10? 10. Macht mir mal gute Vorschläge, liebe. Ja, ja, die Kirche muss schwächer. Ups. Da habe ich die richtige Karte für. Du hast die richtige Karte, ja. Ja, hoffentlich ist es. Oh ja. Yeah. Ich muss aber auch ehrlich sagen, sie scheinen alle irgendwie was mit der Kirche zu tun zu haben. Egal, geheime Ziele zu verfolgen mit dieser Kirche. Weil sie alle ja irgendwie da mitmischen. Ich sehe sie alle immer sonntags in der Kirche. Nun ja. Ich bin nur wegen des Weines da. Wegen was? Des Weines. Sie Ungläubige. Ich dachte, es gibt nur Rotwein in der Kirche. So, liebe Untertanen, Sie scheinen sich ja schon köstlich zu amüsieren hier in unserem Konferenzsaal auf Ebene 3. Ich möchte Vorschläge hören. Okay. Jetzt, hear me out, okay? Herr Doktor. Sie haben ja zwischen okay. Doktortitel bekommen. Nochmal zurück. Welchen Doktortitel hat er? Philosophie. Ist dir geschehen. Wow. Ist dir geschehen, Doktortitel. Nichts gegen Sie, aber den kriegt doch jeder. Und so verlieren wir den letzten Philosophen. Ich sag es, wie es ist. Wie es ist. Oh, oi, oi. Gut, ich sag's, wie es ist. Hören Sie mich, hören Sie mir zu. Das am Anfang, wie ich das mit dem Merchandising gemacht habe, rangegangen bin, habe ich komplett falsch gemacht. Aber wir sehen hier, wir sind hier im Rot, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen wir Geld. Müssen da irgendwie ranhalten. Deswegen, wir brauchen mehr Bewaffnung, nicht mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld, um mehr Waffen zu kaufen. Mhm. Das ist ja logisch. Ja. Deswegen werde ich sagen, wir brauchen mehr Geld. Hier. Und was passiert mit der Kirche? Die Kirche bleibt so, wie sie ist. Das halte ich offensichtlich für eine Lüge. Aber gut. Euer Majestät. Ja, genau der bin ich. Wir haben große Probleme mit Verbrechern. Und daher müssen wir mehr Wachleute durch die Straßen ziehen lassen. Sonst nichts? Ja. Alles klar, Florentin? Euer Majestät. Erneut trete ich in tiefster Demut vor Ihren Augen, Dr. Professor Med. Sie sehen es, die Kirche ist im Begriff, Ihnen Ihre Hoheit abzunehmen. Ja. Sie sind ein König über Gott, über dem Gesetz, ja. von Gott gewählt. Ja. Aber trotzdem haben Sie das Sagen hier auf der Erde. Ja. Deswegen möchte ich weiterhin meinen Hut dafür ins Ring werfen, dass der die Einfluss der Kirche begrenzt wird. Wir sind ein aufgeklärtes, wissenschaftliches, fortschrittliches Volk. Wir haben keine Not mehr für diese Märchenerzählungen. Und ich möchte außerdem nochmal hinweisen, dass diese junge Dame, die neben Ihnen sitzt, anscheinend offensichtlich den Einfluss der Kirche versucht zu verstärken. Ihre Hände sind voller Schwielen vor lauter Beten. Nein, 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 nein. Da sehen Sie es. Oh, ich kann nicht. Wir sind bereit, weiterzuziehen und ich verspreche Ihnen, den Einfluss der Kirche zu begrenzen und weiterhin unseren Haushalt in moderaten Rahmen zu bleiben. Sehr gut. Sie. Wir haben ein Problem mit der Kirche, das sehe ich auch. Und deswegen müssen wir eingreifen. Wir müssen den falschen Papst rufen, der dann sagt, Leute, gebt uns euer Geld, das Volk wird dann Probleme haben und nicht mehr glauben. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, ja, ja. Das Volk. Welche Sprache sprechen? Prifra. Nee, Prupru. Ich wechsle es. Meine Muttersprache ist Prupru, deswegen. Ah, okay. Ja. Prifra ist halt meine Zweitsprache.
Also, nehmen Sie den falschen Papst. Dann wird es natürlich erstmal ein bisschen Probleme mit der Bevölkerung sein, weil die sagen, ah, das ist der falsche Papst, aber dann wird die Religion auch weiter runtergehen und das Geld wird in die Höhe steigen. Warum sollte ein Papst die Religion verringern? Das ist der falsche Papst. Weil es der falsche Papst ist. Ja, die Bevölkerung merkt das doch nicht. Die Bevölkerung lässt sich doch alles erzählen. Deswegen werden wir erst recht sagen, dass es der falsche Papst ist. Danach. So, also danach. Die Entscheidung ist. Wir brauchen kurzfristige Lösungen für dieses markante Problem. Die Entscheidung ist ganz einfach. Sie ist gefällt. Liebe Untertanen, ich gebe Ihnen noch mal eine Chance. Immer wieder aufs Vielen Neue. Vielen Dank. Sehr gnädig. Und Sie müssen das nächste Mal mehr mit besseren Vorschlägen kommen. Also wirklich. Deswegen, alles andere abgelehnt. Wir haben hier. Sehr gut. Ja. Lass ich doch. Okay. Ist auch minus zwei. Minus zwei. Ist doch gut. Ist doch gut. Das ist doch mein Plan gewesen. Ja, sehr gut. Geld geht hoch. Plus der falsche eins Papst. Geld. Bam! Der falsche Papst ist abgelehnt. Ja. Funktioniert. Wir haben hier minus eins Kirche und eben. Plus eins. Die wussten doch, dass Waffen. Sie unsere doofen Ideen ablehnen und ja. dadurch unser königreichen Wohlstand führen. Und wir haben hier auch minus eins und. Nein, nee, warte, das ist nicht gewählt. Das ist nichts. Da passiert nichts. Da passiert gar nichts. Sehr gut. Und jetzt kann ich mich auf Sie verlassen. Natürlich. Mit weniger Kirche und ja. mehr Geld. Ja. Nein. Ja, mehr Geld, Mann. Katschinga. Minus eins. Minus eins. Und mehr Geld. Und mehr Geld. Und mehr Geld. Gut. Erwarte, die Karte darfst du behalten. Stimmt. Sind das schon 15? Nein, ne? Nein. Aber gleich. Okay, dann. Ich nehme einen roten. Oh, da wollte auch jemand den roten Rot haben. Rot. Oh, das ist naja, Rot ist immer gut. Das. Darauf springt unser Herr König gut an. Ja, die königliche Farbe. Ihr seid ein Alien drauf. Das ist nicht so leicht zu argumentieren. Kontakt zu Außerirdischen. So. Meine Untertanen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Zeit läuft. Der Feind kommt immer näher. Okay. Habe ich schon Vorschläge? Kenne ich schon Vorschläge? Wirt. Wir sollten eine Misswahl in unserem Land austragen. Nein. Und bei uns sind alle extrem hässlich. Ich weiß nicht. Naja, und vielleicht damit unsere Soldaten motivieren. Mhm. Dann mal nicht direkt an die Front, aber dann auch so den ganzen Shows hinschicken und sagen, hey, guck mal, für diese Ladies kämpft ihr. Das stärkt die Moral und unserem Militär geht es dann auch viel besser. Dem Volk geht es auch besser. Ein sehr, sehr guter Punkt, mein Kollege. Das Militär darbt dahin. Und ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schlechte Vorschläge gemacht habe zum Militär. Aber ich möchte es noch einmal versuchen, denn mir hat jemand etwas zugeflüstert. Die Zukunft der Kriegsführung liegt auf dem Wasser, in der See. Aber wir haben nicht die Kapazitäten, so schnell eine eigene Flotte aufzubauen, eine eigene Marine aufzubauen. Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist Piraten anzuheuern, die für uns kämpfen, euer Gnaden. Die einzige Lösung, wie wir unseren Rückstand in der Marine ausgleichen können. Wir brauchen keine Marine. Doch, die Zukunft ist auf dem Wasser. Aber wir liegen nicht in der Nähe vom Wasser. Natürlich, ja, unsere wunderschönen Promenaden haben sie noch nie bereist. Sie scheinen sich mehr mit anderen Ländern auszukennen als mit unserem. Euer Majestät, wir haben leider eine sehr ernstzunehmende Krankheit in unserem Reich. Die Pest. Wir müssen die Ratten... Das ist nur so als Info. Unabhängig davon. Wir müssen die Ratten ausrotten, damit unser Volk geschützt ist und wir genügend Leute haben, um dann dementsprechend unsere Armee zu stärken. Sehr gut. Sehr Ratten gut. an Land ausrotten, Ratten zu Wasser ausbilden. Sehr gut. Da kommen wir zusammen. Ich dachte, sind Sie schon wieder zu spät gekommen. Sie scheinen schon wieder nicht vorbereitet zu sein. Nein, es tut mir leid, mein Wecker hat irgendwie nicht geklappt. Ihr Wecker, was auch immer das sein soll. Ja. Das ist eine Harfe. Eine Harfe. Meine Harfe hat nicht geklingelt. Ach, immer dieses immer wieder billige oder Zeug. Oder sie hat geklingelt und ich bin deswegen wieder eingeschlafen. Man weiß es nicht, man munkelt so einiges. So. Ich weiß, es ist wirklich schwer für Sie, mir zu glauben, aber Sie müssen mir glauben. Mir ist unfassbar wichtig, wirklich. Ich verstehe das Spiel fast gar nicht, richtig? Aber eins weiß ich. Die Armee muss gefördert werden. Die Kirche auch, aber die lassen wir mal beiseite. Die Armee muss gefördert werden.
Und deswegen habe ich hier in dieser Karte und alles in der Macht so geplant, dass wir das junge Volk, die da draußen für uns kämpft, unterstützt und denen ein bisschen bessere Rüstung kauft. Und deswegen, der junge Mann da hinten schüttelt den Kopf. Wir wissen ja alle, was seinen eigenen... Gut. Nein, sowohl zu Land, aber auch zu Wasser stärken. Die Piraten werden für uns kämpfen. Liebe Leute, ja. Die Armee steht vor unseren Türen. Ich muss Entscheidungen treffen und in dieser wichtigen Phase gilt es, zusammenzuhalten. Richtig. Deswegen möchte ich Ihnen einen Dienst erweisen und Ihnen sagen, dass ich all Ihre Vorschläge annehmen werde. Sehr wohl gesprochen. Das bedeutet. Yes. Plus eins. Yes. Plus zwei Schwerter. Yes. Siehst du? Minus eins Geld. Naja, kostet halt auch und ist ein bisschen. Müsste es nicht auf der neutralen Ebene sein oder war es gerade schon bei Grau? Weiß ich gerade nicht. Sah aus wie eins. Okay. Also hier muss ja, es. Ja, ich denke schon. Dann plus eins. Soll ich schon mal regnen lassen? Ja. Plus eins, minus eins Schwert, plus Geld. Plus eins. Ey, die Misswahl war eine gute Wahl. Die Misswahl war eine schlechte Wahl. Eins, zwei, drei. Hier Militärputsch! Und hier, und jetzt wird auch nicht mehr ausgewertet. Damit ist das Spiel auch tatsächlich vorbei. Oh, zum Glück. Wirklich? Kein Militärputsch. Ja. Also, jetzt. Nee, doch, das Spiel ist vorbei. Also, das Spiel ist vorbei. Das heißt, ihr dürft jetzt einmal nochmal eure Sachen auswerten. Das heißt, ihr guckt auf eure Secret Goals. Wir gucken unsere Secret Goals an. Das ist, ja. Wir fangen einfach mal bei Chiara an. Chiara kriegt pro. Also negative Kirche. Negative Kirche haben wir nichts. Ja. Pro negative Menschen haben wir nichts. Du bekommst null Punkte. Florentin. Also, ich hatte negative Menschen und negatives Militär. Mhm. Ich hatte hier sogar, ich bin davon ausgegangen, dass du mich ablehnst, weil Piratenanheuer eine super dumme Idee ist. Ja, ich dachte, du lehnst mich auch. Und wenn du mich noch angenommen hättest, wäre ich wieder plus drei gegangen. Das war fucking knapp, aber da kriege ich dann vier Punkte hier, ne? Oder fünf? Fünf sogar, ja. Fünf, okay, dann bin ich fünf auf Punkte. Elf. Okay. Genau, du nimm dir das mal. Bin auf voll minus Militär gegangen und auf Cash, das heißt, ich krieg ungefähr fünf. Ich krieg fünf Punkte. Nee, plus eins. Sechs. Plus eins. Plus eins sind sechs Punkte. Nimm dir mal sechs Punkte. Ja, warte, das sind doch hier minus, sind noch vier und hier ist eins. Genau. Aber das du ist hast fünf, ja fünf, weil das, weil das Militär beim Ende steht. Ah, okay. Das sind fünf Punkte. Okay. Und du? Gut, wow. Ich habe natürlich, wie du man weiß, Kirche, nee. Ein Punkt, das war's. Das war's. Das. Genau, damit sagt mal euren Punktestand durch. Elf. Drei. Acht. 23. What? What? Wirklich? Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit ist Florentin der neue Herrscher. Ist hat Florentin zumindest von den Yay. Gewonnen. Ich habe natürlich theoretisch 15 Punkte, mit den, weil ich pro Dings einen Punkt habe. Aber das ist ja aus der Wertung. Dazu müsste man dann alle mal König gespielt haben, damit das ja. Ah, okay. Ne? Alles klar. Wow. Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Das war Du bist Folge 489. Schaltet auch alle anderen Folgen ein. Danke, dass ihr da wart. Sage ich jetzt nochmal zum zweiten Mal. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr dieses Kickstarter-Projekt findet. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Ciao. Spaßig. Trumpf!